Erschrecken vor der industriellen Welt. Was können wir dem entgegensetzen oder wie kommen wir da überhaupt durch? Denn es ist ja jetzt die Zeit von VR-Brillen oder den Handywelten, den Bildschirmwelten. Ich habe eine Frau entdeckt, die dieses frühromantische Prinzip als eine Art neues, nicht nur Rezept, sondern eine neue Weisheit mir vorgestellt hat. Dass wir hier 2024 eine Art Frühromantik wieder zurückbringen können. Und da gehört die Ratio dazu, da gehört das Gefühl dazu und noch vieles mehr, das Empfinden, vielleicht auch der Yoga-Weg. Ich begrüße ganz herzlich heute bei uns im Studio bei Cosmic Sinne TV Gwendolin Walter-Kirchhoff, Philosophin und Kundalini-Yoga-Lehrerin. Herzlich willkommen, liebe Gwendolin. Schön, dass du bei uns bist bei Cosmic Sinne TV. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, also nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Diese Parole hat Novalis in Heinrich von Ofterdingen ausgegeben. Und wir sprechen ja heute über die Romantik. Deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du hast ja sehr viele Themen, die du schon auch in YouTube beackert hast. Man findet dich in dem einen oder anderen Video. Aber du bist Philosophin, du hast Judaistik studiert, also Hebräisch. Die alten Sprachen sind dir nicht fremd. Das ist ja heutzutage auch wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe dann zu Hause von Novalis die Aphorismen in die Hand genommen und habe gelesen und habe so vieles entdeckt, wo ich mit deinen Gesprächen auch sofort in Resonanz kam. Deswegen sind wir da sehr, sage ich mal, in der Romantik, in der Frühromantik zeitgenössisch, wenn wir sagen, der geheimnisvolle Weg geht nach innen. Mhm. Was meinst du? Ja, das meine ich auch, dass es der geheimnisvolle Weg nach innen geht. Es gibt ja sozusagen die äußere Welt, zu der wollen wir uns ganz zuwenden. Und dann gibt es die ganze innere Welt, also das Gefühl, nicht? Und wir können uns ja auch von diesem Gefühl entfernen. Und dieses Gefühl hat dann ein Eigenleben, produziert alle möglichen Welten unbewussterweise. Ja, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dieses Bild von der platonischen Höhle. In der platonischen Höhle sitzen Menschen dann gebannt vor einer Höhlenwand und da ist sozusagen, gibt es einen Bildschirm quasi, der wird von einer unbekannten Macht bespielt. Und wenn wir uns anschauen, wie die Aufklärung sich zum Beispiel vorgestellt hat, das innere Bild, was sie hatten, was die Aufklärung sein sollte, dann war das der Gedanke auch ursprünglich mit dem Orpheus-Mythos vom Aufgang, ist immer mit dem Mythos hat es immer angefangen, mit dem Aufgang aus der Höhle, also dass man aus der Höhle aussteigt. Und da hat sich ganz schnell die Frage gestellt, was hier anders ist in der Aufklärung, überhaupt im europäischen Kontext als jetzt im asiatischen Kontext. Wer hat eigentlich diese Höhle veranstaltet? Ein ganz großes Misstrauen ist da gewesen, wenn man sagen will, die Gnosis der Aufklärung. Irgendein böser Gott hat uns hier ausgetrickst, ja, oder irgendwelche Netzwerke oder alte Bruderschaften oder dergleichen. Oder Cyberspace. Genau. Aber das Interessante ist, dass wir, die wir diesen Weg gegangen sind, des Misstrauens, vor allem gegen das Gefühl, gegen das Emotionale, gegen das Spirituelle und so weiter, auf der einen Seite sehr stark gelandet sind in so esoterischen Welten, sag ich jetzt mal, die auch zum Teil sich sehr stark abgekoppelt haben und eben jetzt eine Höhle errichten, wie sie noch nie zuvor existiert hat. Wir haben buchstäblich die Bildschirme überall, also auch die Zuschauer werden das heute hier auf einem Bildschirm ansehen. Das heißt also, der Versuch aus der Höhle auszubrechen, der Widerstand gegen die Höhle, dieses ganze innere Bild der Höhle, hat sich nach außen hin manifestiert als Höhle. Und das ist etwas, was zum Beispiel in der Philosophie von Plotin bekannt ist, weil Plotin hat einen wunderbaren Traktat geschrieben über die Betrachtung. Und in der Betrachtung sagt er ganz klar, Theoria, ja, in dem Traktat über die Betrachtung sagt er, dass die inneren Bilder und das, was wir im Inneren sehen, das können wir entweder direkt in uns betrachten, direkt damit in Kontakt gehen in der Meditation. Und wenn wir das nicht tun, werden wir unbewusst gelenkt, sie nach außen hin zu inszenieren und uns vorzustellen. Und so wie sich die Aufklärer nicht klar machen, dass sie ständig diesen Widerstand haben gegen die Höhle, bauen sie um sich herum jetzt diese ganze Höhle auf. Das ist etwas, was ich sehen kann, was einfach sehr typisch und sehr abendländisch ist. Es ist ja enorm, dass es praktisch nur hier so entstanden ist, diese Bildschirmwelten. Die existierten ja so nirgendwo sonst auf dem Planeten. Die haben ihre eigenen Themen, aber das ist etwas, was wir hervorgebracht haben. Das ist unser unangeschauter Platonismus, eben unser nicht nach innen gehen und nicht schauen, was für Bilder wir eigentlich in uns tragen. Und dass wir uns nicht dass sich Orpheus nicht umdrehen durfte, als er seine Eurydike aus der Unterwelt befreit hat, das hat ja auch eine Bedeutung. Wir sollen uns ja jetzt auch nicht umdrehen, möglichst nicht zurückschauen in die alte Welt, sondern nur noch in diese Bildwelten, oder
Wie würdest du das sehen? Das ist im doppelten Sinne. Der Orpheus-Mythos ist interessant, weil der kam ja nun als großer Kernschlüsselmythos zuerst auf in der Renaissance, wurde dann abgelöst vom Prometheus-Mythos. Ja, der wurde dann stärker. Aber anfänglich mit der Renaissance begann es alles mit Orpheus. Und die Geschichte ist ja die, dass er an einen Unterweltgott, weil seine schöne Frau Eurydike, das schön schwingende Gesetz, das ist was Musikalisches, sie wird von einer Schlange gebissen, stirbt und kommt in die Unterwelt. Und er ist untröstlich und ist der beste Sänger. Er ist ein wunderbarer Gesang. Er kann sozusagen alle bezwingen. Die Tiere liegen ihm zu Füßen, alles liegt ihm zu Füßen. Und er denkt, er singt sich jetzt den Weg da hinunter und sozusagen bequatscht oder besingt die Unterweltgöttin, den Unterweltgott und kriegt seine Eurydike zurück. Und das bekommt er auch, aber nur, wenn er vertraut. Und das ist der Punkt. Vertrauen, dass sie bei ihm ist, dass dieses schön schwingende Gesetz, dass diese Harmonie, dass die bei ihm ist. Wenn er sie versucht, direkt anzuschauen, also sozusagen sich umwendet und nicht sie fühlt und aus dem Empfinden heraus mit sich trägt, dann geht sie ihm verloren. Und in der Renaissance und zu Beginn der Renaissance wurde das zweifach erzählt. Also es gibt durchaus bei verschiedenen, auch Opern und so weiter, die das mit glücklichem Ausgang erzählen. So hat sie sich so erschreckt, ne? Weil sie ruft dann hinter ihm, bist du denn noch da, bist du denn noch da? Und sozusagen prüft ihn dann damit, ob er wirklich dieses Vertrauen hat. Und bei denen ist es dann gut ausgegangen, hat am Schluss die Eurydike, alles gut, ne? Und, war ja nicht so. In der Realität war es nicht so. Und wie ist die Geschichte weitergegangen von Orpheus? Wenn er dieses Vertrauen nicht aufbringt, kommt er raus aus der Höhle, er hat seine Eurydike verloren und er glaubt dann nichts mehr, er wird Rationalist. Er wird dann Rationalist, er sozusagen schwört auch vollkommen den Frauen ab. Frauen stehen immer für das Gefühl und für das Empfinden auch. Also schwört total den Frauen ab. Und am Schluss wird er dann zerrissen von den Erinien, also von Furien, von weiblichen Furien, kann man sagen, wie so ein feministischer Mob, kann man auch sagen. Sagt, okay, jetzt schaue ich mir mal die Gesamtinszenierung hier an auf Planet Erde, insbesondere im sogenannten Westen. Wie sieht denn das hier aus, was bei uns sich hier ereignet? Da gab es tatsächlich ein Abdriften in eine rationalistische Verhärtung und ein Gefühl, was dagegen sehr böse geworden ist und sehr aggressiv. Und in der Frühromantik, sagen wir mal so, kam der Gedanke auf, eigentlich müsste es doch möglich sein, die Ratio und das Gefühl miteinander zu vermählen und harmonisch zusammenzubringen. Das war die große Idee, dass das möglich sein kann, dass auch das Männliche und Weibliche auf eine wunderbare Art und Weise so zusammenkommen, dass ein ganz neues Leben und Zusammensein eigentlich möglich wird. Auch eine friedlichere und deutlich liebevollere Kultur und so weiter. Das war der ganze Gedanke. Und hier ist eben der Novalis ein großer Vordenker dadurch, dass er selber in sich ein großes Ungleichgewicht hat, sozusagen ausgleichen müssen. Denn er hat ja angefangen als so, heute würde die Jugendsprache sagen, als so ein Hustensaftjüngling. Also sehr, sehr kränklich und übermäßig sentimental, immer gleich die Parzen und Satyren. Wenn man die frühen Gedichte liest, denkt man sich, oh, Ruhe. Also, komm mal runter, also übermäßig gefühlig. Auch extrem, wie er dann empfindet, als Schiller mal krank ist, dann ist es gleich, oh mein Gott, ne? Sozusagen so ist er vollkommen so drauf. Also Schiller war sein großes Idol, am Anfang, genau. Oder? Und dann hat er ja erst gemerkt, und das hat er auch total angenommen, ne? Weil als ihm das gesagt wurde, also das Thema Männlichkeit steht für dich an, also das muss aufhören, dieses Verweichlichte. Und dann hat Schiller zu ihm gesagt, oder? Schiller auch. Alle möglichen Leute haben ihm das gesagt. Schiller fand sowieso schon, dass vieles der Sturm- und Drang-Produktion der damaligen Gedichte war viel zu viel Parzen und Satyren, immer diese ganzen Rückbezüge auf die Antike und alles übermäßig sentimental. Das ging allen ein bisschen auf die Nerven, sag ich jetzt mal. Auch Goethe und so weiter, die dann so eine weltmännische Männlichkeit dem Ganzen mal entgegensetzen wollten oder einen Spott auch mal. Das reicht jetzt hier mit diesem Zustand. Und der Novalis hat aber anders als der Goethe, bei dem diese Männlichkeit, wenn man sich den Faust anguckt, so eine leichte Fragwürdigkeit auch bekommen konnte, wo er sich gleichsam erhebt über das Gretchen, das Mäuschen, ja. Und er, der Mann, macht dann alles mögliche andere, ne? Der geht dann, was weiß ich, beschäftigt sich dann mit dem Kanalbau, mit Wissenschaften und so weiter, ist so ganz groß in der Welt und driftet eigentlich auch ganz schön ab, hofft aber am Schluss dann von dem Gretchen wieder eingesammelt zu werden, dann bevor es dann in die Hölle geht, bevor er so weit sich entfernt hat. Da soll sie ihn dann wieder retten, oder? Soll sie ihn wieder retten. Das zum Beispiel, oh, da kriege ich so, also wer den Faust 2 am Schluss dann liest, denkt sich so nicht. Wenn man so nicht, denkt man sich, okay. Ja.
Und dieses Gefühl ist bei Novalis gar nicht, weil der so ernsthaft verliebt war in die Sophie von Kühn, hat er sich da total hingegeben in diese Liebe. Sie ist ihm gestorben, auch ganz furchtbar, an einem Leberleiden, ohne Narkose werden die dann operiert von so Stümpern. Damals war ja auch alles wirklich in den Kinderschuhen. Die war ja erst 16, ne? Ja, ja, als sie gestorben ist. Und er hat danach eigentlich ganz viel über dieses innere Bild von ihr meditiert, kann man sagen, wollte ihr nachsterben. Fand in sich dann aber, vor allem auch in der Beschäftigung mit den Naturwissenschaften, das wurde ihm dann auch verordnet, das hat ihm auch sehr gut getan, hat seiner Männlichkeit sehr gut getan, irgendwann eine ganz große, wunderbare Männlichkeit in sich entwickelt, die etwas, ich kenne ganz wenige auch Freunde von mir, die sowas hatten. Ein guter Freund von mir, ein Kundalini-Lehrer, der in Kriegsgebieten mit schwer traumatisierten Yoga gemacht hat, ganz toller Mensch, wirklich was von einem Christus. Also wie man ihn sich vorstellen würde, vollkommen anders als diese Vorstellung, die wir jetzt aus der Bibel vermittelt bekommen, sondern eine Männlichkeit von einer unglaublichen Weite und einem Mitgefühl und einer emotionalen Nähe. Und es ist echt wunderschön, was von ihm dann kommt. Und, das muss ich jetzt ganz ausgeglichen. Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, den Zuschauern mal ganz kurz erklären. Gwendolin Walter-Kirchhoff ist ja auch Kundalini-Yoga-Lehrerin. Und dein Zugang zu Literatur, aber auch zu dieser Yoga-Praxis, der greift ja quasi ineinander, auch zur Philosophie. So habe ich dich jetzt erlebt, dass dieses Gelebte, das finden wir ja auch bei Novalis, das Gelebte sich mit dem Wissen, mit dem Kognitiven, mit den Gedankenerfahrungen quasi verquickt und sozusagen zu einer ganz neuen Erfahrung wird. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt sprechen und hier einladen, weil ich das so interessant finde, Romantik, da denkt man ja, das ist eben das reine Gefühl, so etwas Schwärmerisches, was irgendwie so in die Ferne geht. Aber es ist ja viel mehr. Es ist ja wirklich, wie du sagst, der klare Gedanke. Da sind wir jetzt wieder bei der Männlichkeit, was du sagst. Es ist nicht nur dieses Schwärmen, dieses sich Ausbreiten, sondern da ist auch eine Klarheit und eine Strenge drin. Kannst du uns das vielleicht noch mal genauer erklären, wie sich das miteinander vermischt? Dann nehmen wir mal das entsprechende Zitat dazu von Novalis aus den Aphorismen. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder, den ursprünglichen Sinn, den ursprünglichen Gedanken von allem. Auch wichtig, zurückgehen an den Ursprung, wo fangen Gedanken an und was ist ihr Lebenszyklus? Oft kann einen Gedanken kann man eigentlich von Anfang bis zu Ende schon fast vorträglich beobachten, wenn man seine Qualität wirklich wahrnimmt. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Ja, was heißt das? Also ich habe in mir selbst eine Zielgestalt, zum Beispiel. Eine Zielgestalt, etwas Feineres, das ist mein inneres Ideal von mir. Und mein Vater nennt es immer den Boten aus der Zukunft, die Botin aus der Zukunft. Die ist, sozusagen, mit der bin ich in Kontakt. Ich kann mich durch mein Verhalten, indem ich an sie denke, mich ihr anverwandeln. Wie würde sie handeln in diesem Moment? Und dadurch potenziere ich mein eigenes Verhalten und damit auch meine eigene Person. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Und hierin sehe ich jetzt persönlich die verschiedenen Vorrichtungen, die im Leben oder Verrichtungen, die im Leben einfach stattfinden, zu heiligen und zu ehren. Und es gibt eigentlich im Prinzip nichts Profanes. Die Aufnahme der Nahrung, Selbstausscheidung, all diese Dinge haben alle einen tieferen Sinn in dem Sinne, als dass sie verbunden sind mit einem ursprünglichen organischen Gedanken. Sie sind eingebettet in eine heilige organische Ganzheit und als solche wertzuschätzen. Es gibt in dem Sinne da nichts Ekliges oder was irgendwie nicht einer rituellen Ordnung eigentlich sich anverwandeln möchte. Wenn man betrachtet, die ursprünglichen und Kulturen, sage ich jetzt mal, die auch weise sind, sind alle sehr fein geordnet in ihren Ritualen, in dem Umgang mit den Dingen, was auch immer es ist, mit dem Umgang mit der Nahrung. Wie wasche ich mich zum Beispiel? Wie gehe ich in Kontakt mit dem Wasser? Was tue ich da? Zum Beispiel die Kogi, die sich zweimal am Tag nur in der Dämmerung baden an bestimmten Stellen im Fluss, waschen damit die negativen Gedanken von sich herunter. Es ist ein inneres Ritual. Ja? Also sozusagen, ich gehe ins Wasser und ich lasse das Wasser mich reinigen. Ich gebe diese Gedanken ab und so weiter. Das sind Indianer für die Zuschauer, Kogi-Indianer. Aus Kolumbien. Bezieht sich die Gwendolin Walter-Kirchhoff öfters darauf in ihren Ausführungen. Also ein indigenes Volk, ein Stamm, mit dem du dich auch beschäftigt hast. Genau. Kurzer Einschub.
Genau, also das wäre die ganze Art des Umgangs. Wie gehe ich damit um? Also elementar, das ist ein Beispiel, was ich immer gerne nehme, weil es tatsächlich eine sehr alte Kultur ist, die im asiatischen Raum sehr verbreitet ist, wäre ja der Tee. Und wer sich mal mit dem Tee trinken ein bisschen beschäftigt, was ganz Banales kann man sagen, ja, aber das romantisieren wir jetzt mal, der wird zum Beispiel feststellen, dass das Tee trinken und das Teegefäß zu ihm spricht, so möchte es angerichtet werden, folgende Dinge möchten getan werden, folgendes Teegeschirr passt dazu. Und einfach sich die Zeit zu nehmen, einfach den Geruch aufzunehmen, wahrzunehmen, wie es die Gedanken verändert, was in Kontakt zu der Pflanze geschieht. Ja? Das sind alles Feinheiten in der Teezeremonie. Oft wird auch ein in der klassischen Teezeremonie dazu ein Räucherstäbchen angezündet. Und das gibt die Dauer vor des Rituals. Wenn es einmal abgebrannt ist, ist die Dauer des Rituals vorbei. Und ich bin in diesem meditativen Raum einfach und der Tee öffnet mir etwas. Geht auch mit anderen Pflanzen, ja, mit denen ich das machen kann. Aber es ist eine ganz andere Form von in Kontakt gehen. In der Regel machen wir das jetzt nicht, wenn wir so einfach im gewöhnlichen Sinne essen, dass wir sozusagen uns klar machen, was da passiert. Ja, dass ich eine Verbindung aufbaue eigentlich zur Erde durch all diese, durch die Feldfrüchte hindurch, auch durch die Tiere, die ich esse oder was auch immer. Das ist auch in traditionellen Kulturen und in älteren Kulturen, die ich als weise betrachten würde. Nicht alle Naturvölker sind weise, viele auch, haben auch viele Muster und so, haben einen Teller in der Lippe, wo man fragt, was soll das und so. Aber ich meine jetzt wirklich weise, ältere Kulturen. Und die nehmen sich tatsächlich die Zeit, was wir auch noch haben im Erntedank zum Beispiel, jede einzelne Feldfrucht sich einzeln mit in Kontakt zu gehen, sich zu bedanken, dass es die gibt. Ah, es gibt jetzt bei uns, natürlich erst seit dem 16. Jahrhundert, aber es gibt bei uns jetzt den Kartoffel, den Kürbis oder was auch immer es ist, was bei uns wächst, die Gurke. Ne? Und wir gehen damit in Verbindung und in Dankbarkeit in Verbindung. Wir nehmen überhaupt wahr, dass das eine Innerlichkeit hat und Gedanken hat, die da drin uns gegeben sind als etwas Heiliges, als etwas, was uns kredenzt wird. Natürlich können wir das jetzt nicht die ganze Zeit, 100% der Zeit machen, aber tatsächlich ist der Zustand des Ehrens und des feinen Umgangs, auch mit anderen Menschen oder mit Tieren oder sonst irgendetwas, etwas, was den Menschen unglaublich aufbaut. Das hat was Heilendes, das spürt man auch sofort. Das ist etwas, was rückwirkt auf uns selbst. Ja. Und wenn man da noch ein bisschen mehr drüber wissen will, also Gwendolyn kommt auch in einem Film vor, der bei Cosmic Cine TV zu sehen ist, der heißt Die Kunst des inneren Weges. Das passt jetzt, glaube ich, an der Stelle ganz gut, weil es ja dieser Weg in das Innere der Dinge ist. Und davon sprechen ja auch die Romantiker, speziell die Frühromantiker. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich über die Frühromantik sprechen, weil du sagst, die spätere Romantik oder diese Epoche, die danach kommt, da verwässert es so ein bisschen. Möchtest du das vielleicht noch mal kurz ausführen? Die verliert die Ratio. Diese Verbindung, die da entsteht, es ist hier eine Verbindung, das muss man auch sagen, können wir jetzt auch gleich noch den letzten Punkt dann noch lesen. Machen wir vielleicht gleich, ja, dann sage ich das. Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche. Dies wird durch die Verknüpfung logarithmisiert. Es bekommt einen geläufigen Ausdruck. Romantische Philosophie, Lingua Romana, Wechselerhöhung und Erniedrigung. Und hier geht es jetzt auch darum, dass ich quasi auch umgekehrt die Ratio pflege tatsächlich, mir die Dinge genau anschaue, sie darstelle, wie sie wirklich sind und dass das sozusagen nicht auch einfach nur einseitig abdrifte, sondern es geht in beide Richtungen. Ich erhöhe, ich romantisiere, aber ich betrachte auch konkret diese beiden Ebenen, also das konkrete Einzelne, wie es wirklich ist, ich betrachte konkret und ich erhöhe. Dieses auf dem Teppich bleiben, aber auch gleichzeitig das Gefühl heben, diese beiden Bewegungen bringen den Ausgleich und ein ausgeglichenes, in der Mitte wirklich verwurzeltes Wesen. Würde ich mich jetzt einfach nur abdriften lassen, zum Beispiel auch in eine reine Gefühligkeit, wo immer alles heilig und sonst was ist, verliere ich zum Beispiel als allererstes den Humor, ganz elementar. Wenn man sich mal anschaut, in den antiken Mysterienkulten rund um Eleusis gab es die Institution der Baubo. Die Baubo ist die lachende Vagina. Die kam immer dann rum und hat bei den, wenn die da stehen, so weihevoll, so, oh, ich werde gleich eingeweiht. Dann hat die erstmal gründlich ausgelacht und einfach verspottet. Ne? Einfach, um mal ein bisschen wieder auf den Teppich zu kommen. Also wir sollen ja auch den Humor nicht verlieren. Und gleichzeitig wollen wir gerade die Verstandesklarheit stärken. Und etwas, was ich zum Beispiel sehe, ist, dass uns beides zunehmend abhanden kommt. Wir sehen es in der Physik. Die Verstandesklarheit ist da in viel, viel geringerem Maße, als wir uns das vorstellen. Da ist ganz wenig Verstandesklarheit offen. Da sind offen mathematische Wunschgebäude oder so Fiktionen über den Kosmos, die so nicht stimmen oder nicht haltbar sind. Die Physik ist voller
voller Irrationalitäten. Also es braucht die Ratio im kompletten Sinne und gleichzeitig aber auch das Gefühl. Und was in der späteren Romantik passiert war, ist, dass Menschen etwas gewollt haben, was sie nicht erreicht hatten. Also der Punkt, dass diese Einheit und dieses Gleichgewicht entsteht aus einer Erkenntnis der Mitte. Und nur dann kann ich die Dinge so ordnen und sie kommen mir. Aber wie erkenne ich sie denn? Genau, wenn ich sie noch nicht erkannt habe, diese Mitte, dann ist es ein Wühlen erstmal. Und das ist dann dann wird die Kunst auch zu einer reinen Subjektivität, wie subjektives Wühlen, ist alles in Ordnung, kann man auch alles machen, nur da ist noch nicht der höhere Punkt mit drin. Und was hilft tatsächlich ist, auch die Ratio zu stärken. Ja? Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo ständig gesagt wird, also wo sind die Zahlen? Sonst ist die Aussage nicht aussagekräftig oder schlagkräftig, wenn wir die Zahlen nicht haben. Und es gibt ja dieses tolle Gedicht von Novalis, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, das lese ich gleich noch vor. Also einerseits haben wir diesen Dogmatismus, ohne eine Zahl ist keine Aussage wirklich etwas wert. Und auf der anderen Seite ganz viel ahnen, ganz viel so vermuten. Wir wissen nicht, wo die Welt hingeht. Keiner hat wirklich eine Ahnung, wo wir landen. Zwischen Krieg und Frieden, zwischen oben und unten, Glauben oder komplettes, sag ich mal, Nicht-Glauben, was ja nicht gleich die Rationalität ist. Und du sagst, die Romantik hat da, die Frühromantik hat da wirklich eine Antwort. Eine Antwort, ja. Ja, und magst du die noch mal genau zusammenfassen? Also im Politischen hat sie die Antwort des poetischen Staates. Das ist natürlich eine Idee, die auch sehr stark angegriffen wird, wenn man sich mal anguckt. Beispiel. Es gibt ja diese beliebte Serie Game of Thrones. Warum die beliebt ist, kann ich mir nicht wirklich erklären, muss ich sagen. Ich finde es einfach furchtbar und absolut pervers, aber wahnsinnig beliebt. Entstanden ist diese Serie nur deswegen, weil der Autor folgenden Gedanken hatte. Im Herrn der Ringe taucht ja der edle, wunderbare König Aragorn auf, also ein wunderbarer, edler Mensch, fast einen Tacken zu edel, könnte auch ein bisschen mehr Humor mit rein, ein bisschen mehr Bodenhaftung, ja. Egal, aber ein wunderbarer, edler Mensch, man hat an Aragorn nichts auszusetzen, er wäre ein guter König. Und er sagt, okay, der gute König ist aber nicht jemand, der gut ist in diesem Sinne, der dieses reine Wesen hat, sondern das müsste jemand sein, der zu Machtausübung fähig ist, aber auch im schrecklichen Sinne, auch im dämonischen Sinne. Und auf dieser Basis hat er diese ganze Game of Thrones Welt aufgebaut. Da sind ganz, ganz viele, ganz viel Lust am Entweihen drin und unserem Übertreten von Grenzen auch visuell dem Betrachter gegenüber. Ich hab sozusagen nur Stichpunkte dazu mir angeschaut. Die Serie selber will ich nicht sehen, sowas lasse ich nicht rein in meinen Geist. Aber da sieht man genau diesen Gedanken. Also wir haben hier ein unbewusstes politisches Empfinden zum Beispiel auch und meinen, okay, um in dieser Welt durchzukommen, ja, muss man auch ein bisschen Ellenbogen haben oder diese Dinge machen, ne, alles. Und das ist ein zum Beispiel vollkommen ungeklärter politischer Gedanke, ja. Und mit der Idee des poetischen Staates geht es darum, dass der höhere Mensch durch sein Vorbild und durch die Energie, die er ausstrahlt und durch das Wesen, was er ausstrahlt, die Menschen in sich, in ihrer inneren Majestät erweckt, sodass er sie selber auch thronfähig werden. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, denn es deckt sich mit einem anderen von mir sehr geschätzten Philosophen, der auch gelesen worden ist, von Schiller unter anderem. Das ist nämlich Mencius, der Monkze aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und der spricht in der ganzen Tradition von Konfuzius auch von dem Vorbild als der Art und Weise, wie man ohne Regeln zu setzen, also ohne den anderen zu beschränken oder irgendwie dem Ansagen zu machen oder den moralisch umzustrukturieren, also dieses ganze Übergriffige, was Leute immer machen, sie den anderen immer so abrichten wollen in ihrem Sinne, einfach durch die Schönheit der eigenen Gestaltung den anderen mitnehmen. Denn das Gestaltete und das Schöne hat etwas erstens mal Wonnevolles, ja, also die gestaltete Schönheit im Inneren fühlt sich wunderbar und wonniglich an. Also es ist etwas, was wir unmittelbar wollen und da brauche ich mich gar nicht groß zu motivieren. Alles, was ich aus dem Gestaltungstraum heraus tue, fällt mir leicht, ja, viel, viel leichter. Deswegen sage ich auch oft, früher habe ich ganz viel Nachhilfe gegeben für Kinder in Mathematik vor allem, dass sie die Hefte schön machen.
Das hat oft schon ganz viel gemacht, einfach die Hefte schön und ordentlich zu gestalten. Macht es leichter, sich Dinge zu merken, zum Beispiel. Und durch die Schönheit. Das passt ja, finde ich, jetzt auch in dieses Bestreben vieler Menschen um mich herum oder auch überhaupt, dass sie versuchen, an sich zu arbeiten. Wenn die Welt da draußen schon so verwirrt oder so chaotisch ist oder so unberechenbar, dann fange ich an, meine Ernährung zu verändern. In mir, eben wie du sagst, ein bisschen mehr Edelmut oder etwas Schönes zu kultivieren, dass ich mich mag, dass ich mit mir in Kontakt gehe, ob das eine Psychotherapie ist oder ein Meditationsweg, vollkommen egal. Aber da erkenne ich das wieder. Ich würde gerne diese Verbindung zum Hier und Jetzt immer wieder ziehen, weil das so fruchtbar ist für mich und weil ich das gar nicht gedacht hätte. Ich habe ja Literaturwissenschaften studiert und hätte nie gedacht, dass die Romantik als Epoche oder eben speziell Novalis in deiner Sicht, dass der uns zu unserer jetzigen Welt so viel beizutragen hat. Was universell ist. Ja, und als ich dich kennengelernt habe, auch mit dem Kundalini, da habe ich gemerkt, ja, da ist was, da hast du was in deiner Art, wie du lebst, auch verquickt. Magst du da vielleicht einen kleinen Exkurs machen? Ich weiß, du wolltest noch was anderes ausführen, aber wie hast du dieses Kundalini-Prinzip mit der Philosophie oder mit deinem Zugang auch zur Romantik verquickt? Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Mhm. Also ich lese leiblich, das ist etwas, sozusagen ein kleines Geheimnis. Also ich lese nicht mit dem Verstand, sondern ich lese leiblich tatsächlich. Also natürlich sind manche Dinge logische Argumente, die nehme ich logisch auf mit dem Verstand. Am Ganzen lese ich leiblich. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Text lesen würde von einem Philosophen, dann habe ich einen gesamtleiblichen Eindruck. Und ich hätte jetzt irgendwo in meinem gesamtleiblichen Eindruck ein Störgefühl zum Beispiel. Dann würde ich in das Störgefühl reingehen und entdecke dann das Argument, was nicht stimmt. So habe ich es immer gemacht. Im Text? Im Text, ja. Und das stimmt dann auch. Das kann ich dann logisch nachweisen. Und siehst du diese Figur oder diese Person, ich nehme jetzt mal Schelling, von ihm hast du mir auch erzählt, siehst du ihn dann als Person? Ich fühle ihn. Mhm. Manchmal sehe ich sie, aber in der Regel fühle ich ihn. Ich sehe sie auch, aber meistens fühle ich sie. Also für mich total tiefe Verbindung habe ich ja zu Spinoza. Und das ist immer für die Leute kaum, ich meine, ich kann es Leuten jetzt nicht sagen, lest mal die Ethik und so, weil so das, auch wenn Goethe mir recht gibt, der hat eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe die Ethik gelesen, mein Atemrhythmus ist runtergegangen auf zwei Atemzüge pro Minute. Ich wurde ganz ruhig, es wurde immer ruhiger, immer ruhiger, immer ruhiger. Ich kam in einen wunderbaren Zustand hinein, von einer ganz tiefen, tiefen, tiefen Konzentration. Und also ich habe ein irrsinnige Erfahrung gemacht. Wenn das der Zustand war, an dem er war, ist da richtig was. Aber wenn du es liest, es ist rein logisch, sozusagen, es wird die Einheit Gottes abgeleitet wie ein euklidisches Mathematikbuch. Reine Logik benutzt er und gleichzeitig aber ist da eine totale Weitung drin. Und das sozusagen überzeugt mich von Spinoza. Das war's schon. Ich sozusagen fühle da diese Ruhe und diesen Einklang. Aha, da weiß ich, er ist in diesem Zustand, wenn ich einen Giordano Bruno lese, da ist ein solcher Überschwang, ein Kontakt. Also wenn der sprudelt einem so entgegen, das ist erstmal für einen Moment fast erschlagen davon, dann kann man da so mitgehen, weil es ist einfach reines Wasser und reine Lebendigkeit, die da kommt. Und wenn ich einen Kant lese, habe ich das, also man geht davon aus, dass er ein Asperger war. Ich habe so eine Art Ring um den Kopf. Und allmählich zieht sich meine Aufmerksamkeit von meinem Leib weg und geht in diesen Ring rein. In der Regel tendenziell eher vorne und nach hinten nur ungefähr bis hier. Und der obere Kopf ist wie leer. Also da ist heller Himmel drüber, sage ich jetzt mal, aber kein wirklicher Kontakt. Und dann sehe ich die Gedanken, wie sie sich vor dieser Scheibe hier vorne so abbilden und fühle mich irgendwie abgetötet auf einer bestimmten Ebene. Die VR-Brille. Ja, wie oder? Die VR-Brille, genau, buchstäblich, richtig, hast du, ja, das ist genau das richtige Bild, genau das richtige Bild. Das finde ich ja nun wirklich gruselig, wenn man das sich anguckt, so eine VR-Brille, also dass Leute jetzt so rumlaufen, also Leute, merkt ihr noch, was passiert, ja, das ist schon ein bisschen extrem. Und was war da tot, darf ich das noch kurz wissen? Es war der Kontakt zum Leib, vor allem zum Unterleib war weg, ja, auch zum Herzen war in dem Sinne weg, ist ein reiner Verstand. Der Kant, völlig krank, ich würde mich an Kant null orientieren. Also ich sozusagen würde das auch, ich habe jetzt ein Buch komplett gelesen und dann auch vor allem die Kerngegenargumente zu ihm. Ich meine auch, ich habe ihn in seiner Moralphilosophie widerlegt. Aber ich würde das nicht nochmal weitermachen, nur daran merke ich, wieso orientieren sich Leute an so jemanden? Also spüren die das nicht? Haben die keinen Kontakt dazu? Das ist doch keine Philosophie, was der betreibt. Das ist trockenste Theorie und da noch nicht mal wahr.
Also das ist so... Es ist ja eigentlich auch unsere Zeit, die immer wieder den Kant herbeizitiert. Also in meinem Studium kam es sehr oft vor. Was heißt es für unsere Zeit? Da könnte man jetzt ganz viel darüber sagen. Aber ich würde ja gerne dazu kommen, dich nochmal zu... Also du hast mir das so beschrieben. Wir kennen ja die Kundalini. Hast du eine erweckte oder eine erwachte Kundalini? Ja oder nein? So sprechen Yoginis oder Yogis miteinander. Also hat man genügend meditiert? Ist man intensiv mit dem Sexualchakra quasi aktiv geworden, um diese Energie für sich im Herzen oder auch im Geist zu nutzen? Also heißt der Kristallpalast hier, der Geist davon genährt, das Herz und so weiter. Du hast es aber wirklich auch mit der Philosophie nochmal verknüpft. Jetzt hast du gerade beschrieben, wie erlebst du die Dichter, die großen Denker? Wie hat es mit deiner Yoga-Praxis zu tun? Naja, erstens mal, ich habe ja von vornherein diesen leiblichen Zugang gehabt und insofern ein großes Interesse an allen leiblichen Erfahrungen. Also ich bin gerne im Leib und fühle darum, sag ich jetzt mal, oder gehe Dingen nach. Ja? Also ich gehe immer über den Gefühlskörper nach, ich spüre Dinge nach tatsächlich. Und der Verstand kann dann sozusagen Dinge wie eine Linse einfokussieren und dann als Argument oder als Gedanke erstmal festhalten, das geht. Das tut der Gedanke wie so eine Linse. Aber der Suchvorgang ist einer, der aus dem Spüren kommt. Und also ich habe Kundalini-Erfahrungen gemacht. Deswegen weiß ich auch, dass viele Dinge, die wir sagen über die Welt, sogenannte spirituellen Dinge, die sind wahr, ja, oft auch schlichter, als man sich das Ganze vorstellt. Also ich habe die Kundalini-Erfahrung so erlebt als gepulste Druckwellen, die vom Becken in den nach oben hindurch gehen. Ich habe auch tatsächlich klar wahrgenommen, diese sogenannten Grantis, also die Knoten, die sagen, es gibt also drei Knoten, einfach einen im Becken, einen im Herzen und einen nochmal in der Stirn oder Hals war es. Ich weiß, durch diese Knoten muss die Energie einmal durchgehen, damit sie einmal oben rauskommt. Und dann spürt man oben auf dem Kopf einen kühlen Hauch. Der ist ganz distinkt, eine richtige Säule, die kann weitergehen oder näher dran am Kopf, aber man spürt sie. Und die Energie bewegt sich, wenn man nicht spricht, also innerlich nicht spricht, ganz klar, also nicht sprechen. Bedeutet, was mache ich, wenn ich nicht spreche? Also Scheibenwischer der Vergebung. Ich sozusagen vergebe den Gedanken, dass sie da sind und kehre immer zurück in den Spürraum. Immer zurück in den Spürraum. Immer zurück in den Spürraum. Das heißt, spüre nur. Und dann bewegt sich die Energie von alleine. In dem Moment, wo ich rede, innerlich rede, stoppt der Energiefluss und bleibt sozusagen bei dem Wort. Das ist tatsächlich, wie das Ganze abläuft. Das ist relativ einfach eigentlich. Und gleichzeitig, also Scheibenwischer der Vergebung, quasi die Gedanken wegwischen, fallen in Richtung Erdmittelpunkt. Und dann beginnt sich was zu bewegen. Ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass der Körper ganz ruhig wird, ganz, ganz still. Und erstmal sich wie eine Art wunderbarer, goldener Honig ausbreitet im ganzen Körper. Herrlich, das reine Liebe. Und ich ganz ruhig geworden bin. Und der Atem bildet Blasen. Erstmal eine große Atemblase nach vorne, die so die rhythmisch drückt in die Hände. Und dann nochmal extra Blasen in den Händen selber, die von der Handfläche aus ausgehen und dann auch pulsieren. Und also saß da in diesem wunderbaren Zustand und wurde vollkommen reglos, wenn die Energie das nimmt. Und die zieht sich richtig dadurch, aber relativ langsam. Es hat also persönlich nicht so erlebt, dieses schnelle sich bewegen, sondern ich habe das tatsächlich als dickflüssigen Honig, als Ambrosia oder Amrita, wie sie sagen, erlebt. Oder auch Klang? Das war im Klang auch. Na klar, Klang gehört mit dazu. Ja, als Klang kann man das auch bezeichnen. Ja, und das, wo für mich die Verbindung ist zur Philosophie, ist, dass ja die Bewegung der Kundalini eine Grundvoraussetzung, die sie braucht, außer dem Nichtreden, ist die Bereitschaft, dich recht zu behalten und die Bereitschaft, dich zu ändern. Nicht recht zu behalten. Nicht recht zu behalten und die Bereitschaft, sich zu ändern. Wollen wir mal gucken, was sozusagen das Nummer-eins-Ding ist, was Menschen unbedingt wollen, ist recht behalten oder vor allem nicht so dastehen, dass man nicht recht hatte. Das wäre ja ein Schlüssel für heute. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Aber wir wollen ja, jeder will ja recht haben. Ja. In diesem politischen Diskursfeld will ja jeder die Antwort haben und recht haben. Und wenn der andere was anderes findet und der dann auf jeden Fall nicht recht hat, dann möchte man eigentlich mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Genau. Ja, aber du kommst du nicht weiter, ne? Was also empfiehlt die Romantik? Es geht, da oder werden wir jetzt beim Novalis mit dem Urmenschen. Und der Urmensch, das ist natürlich die Gewissensinstanz. Wir haben sozusagen einen Maßstab. Und das wollte ich jetzt an der Stelle ausführen. Denn aus was sich ergibt, aus dieser leiblichen Gesamtheit, was ich so wahrnehme, ist da drin ein absoluter Maßstab. Denn wir haben tatsächlich ein Maßstabsproblem. Wir haben es in der Physik,
durch diese ganze Relativistik ist der Maßstab irgendwie weg, alles wird verwischt. Leute kommen jetzt um die Ecke, ja, wir können in einer Simulation leben, das ist alles vollkommen geisteskrank. Wir leben natürlich nicht in einer Simulation. Wer sowas sagt, ist vollkommen geisteskrank. Das heißt, da gehen alle Maßstäbe gehen da weg, ne? Und die Leute können richtig und falsch nicht mehr unterscheiden, Männlein und Weiblein nicht unterscheiden. Ganz viele Unterschiede fallen weg. Ganz viele Dinge, die wir hier machen, die wir innerlich gar nicht mehr messen oder wahrnehmen. Ein Beispiel auch Organspende ist Kannibalismus, wird auch nicht wahrgenommen. Also es ist ganz oft fühlen die Menschen, ihnen fehlt der Maßstab. Und es gibt aber einen Maßstab. Und dieser Maßstab aus meiner Sicht ist diese Wahrheitssäule, die sich aufbaut in diesem subtilen Leibesfeld, was von innen her eine kosmische Gründung hat. Davon gehe ich einfach aus, dass dem so ist. Das heißt nicht, dass man jetzt mir unbedingt mit allem glauben muss, oh, jetzt die hat den Durchblick, jetzt muss ich einfach der zuhören. Nein, sondern in sich selbst forschen, nach diesem Stimmigkeitsempfinden und dem Harmonieempfinden, dem nachzugehen. Wo rastet es denn eigentlich ein, was ich jetzt gerade empfinde? Und da berührt es die Philosophie. Denn das, was ja, das, was wir da haben, da sind wir in Kontakt mit der Eurydike. Da ist die Eurydike ganz bei mir. Sag noch mal ganz kurz, was Eurydike. Du das hast ist es die Frau übersetzt. Von Orpheus. Ja, aber übersetzt. Du hast die das Sprache schön vorher. Schön schwingende Gesetz. Schön. Eu ist ja. Eu. Eu ist schön im Griechischen. Ja. Und Rydike. Ist das Rhythmus Rü. Und Rydike ist das Gesetz. Ah, schön. Schwingende Gesetz. Schwingendes Gesetz. Eurydice. Genau. Auf Italienisch. Eurydice. Dann singen sie es im Orpheus. Genau. Von Monteverdi. Okay, jetzt bin ich bei dir wieder. Genau. Mhm. Und das, also davon gehe ich jetzt ganz klar aus, dass dem so ist, sage ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Kundalini oder dass diese Bewegung absolute Reinheit voraussetzt. Ich kann mir da nichts anmaßen. Ich kann mich nicht groß aufbauen oder sowas. Ich muss auch mein Ego dort abgeben. Es braucht die Niederlegung des Hauptes. Ich muss mich korrigieren lassen auch und mir was zeigen lassen. Ich muss die Bereitschaft haben, mich mit meiner eigenen Gewissensinstanz auseinanderzusetzen. Ja, weil wenn ich mich jetzt schäme oder schuldig fühle, habe ich vielleicht was falsch gemacht, ja? Kann auch sein, dass ich mich irre. Manchmal wird man von was Wunderbarem empfangen, sagt, nein, guck mal, du wolltest nur das und das und so. Auch die Frage, was empfängt mich da? Aber es ist wie ein anderes in mir, was mit mir in Kontakt geht. Und das ist die Gewissensinstanz selber. Und die brauche ich, um mich für den Energiefluss zu öffnen, diese innere Reinheit. Deswegen ist es wichtig, also die Ethik ist nicht, also das ist absolut zentral. Das ist nichts Optionales. Und das ist auch, viele Leute glauben immer, alles wäre so dem eigenen Dafürhalten überlassen. Es ist gar nicht so. Nur der Maßstab ist nicht das, was eine andere äußere Autorität sagt, dann wäre ich nur von außen, wie in so einem Skelett von außen gehalten, darum geht es nicht, sondern der Maßstab ist das innere Empfinden. Wo gehe ich aus meinem inneren Kontakt mit der Gewissensinstanz raus und wo bleibe ich drin? Und da kann ich ganz fein spüren. Das ist ja in dem wunderbaren Märchen, was auch in der Romantik so, die Märchen wurden ja so hochgebracht, der Prinzessin aus der Erbse. Ja, also der möchte ja nur mit einer Frau zusammen sein, die ganz fein, die kleinste Erbse, die da irgendwie falsch liegt. Also unter den 100 Matratzen, ganz genau. Unten. Oh nee, die ist furchtbar, die kann ich auch nicht ertragen. Ja, aber das ist dieses feine Empfinden, das ist die Arbeit. Ja, auch die Erbse wird da rausgenommen. Ich lasse auch keine Erbse stehen. Und dieses feine Empfinden, das zeigt dir die Kundalini. Und da, oder sagen wir so, wir nennen das jetzt die Kundalini, vielleicht auch die Lebensenergie oder wie auch immer wir es nennen wollen. Aber das ist für mich einfach eine ganz klare, eindeutige Realität, das gibt es, ja. Also nur um es nochmal zusammenzufassen. Also einerseits sagst du, das Haupt niederlegen. Also, ne? Ja. Also ich berühre mit der Stirn die Erde. Das ist ja das, wie zum Beispiel jetzt die muslimischen Männer beten, ist die Stirn mit der Erde verbinden. Das ist so diese, für mich ist es diese Demut, aber auch sich selbst aufgeben, dieses Ego einfach mal zur Seite legen. Und andererseits sagst du, es geht nicht um Meinung im Sinne von Beurteilung, sondern es gibt Gesetze, es gibt etwas Absolutes, es gibt etwas, woran ich mich orientieren kann. Und das hilft es nicht, sich zu schämen oder schuldig zu fühlen, so hast du gerade gesagt, sondern sich einfach das anzuerkennen, dass es da ist. Habe ich das richtig genau, verstanden? Genau, dass es in dir ist, dass du dich mit dem, also der Novalis hat sich auch ganz fein selbst beobachtet, alle Gefühle und alle Empfindungen, die er hatte, dann so ganz fein aufgeschrieben. Da war er ganz stark aus dem phänomenologischen Raum übrigens. Das ist auch ein Zugang, Phänomenologie. Überhaupt erst mal genau wahrnehmen, was denke ich überhaupt, was fühle ich überhaupt und das exakt beschreiben. Wo fühle ich es? Das ist nämlich immer ein leibliches, ich kann jetzt sagen, du fühlst dich so und so, ja, wo ist denn das Gefühl? Sitzt vielleicht in deiner rechten Brust oder fühlst, dass es eher im Solarplexus sitzt und so weiter. Auch interessant. Wo genau ist es? Es hat ja eine Lokation tatsächlich im Raum, Gefühle. Und wenn man
bestimmte andere Substanzen einnimmt, kann man sie tatsächlich auch fast sehen wie Objekte, die Gefühle. Das ist auch interessant. Die sind dann wirklich lokalisierbar. Frage, was ist das eigentlich, diese andere Form von Leiblichkeit? Jedenfalls die Kundalini ist aus meiner Sicht einfach ein Maßstab für die eigene Gewissensinstanz. Allerdings kann ein Außenstehender dir nur den Hinweis geben, dich mit deiner Gewissensinstanz auseinanderzusetzen. Es wäre ganz fatal, wenn du dich nur versuchst zu orientieren an jemand anderem, sondern es geht, dass du in Kontakt mit dir kommst. Die Selbsterfahrung. Selber fragen. Ja. Du kannst dich selber, und es geht auch wirklich darum, selber zu fragen, dass du das Vertrauen dazu hast, dass du diese Gewissensinstanz, ja, selbst fragen darfst. Und wirklich fragen darfst. Und dann auch mit der Antwort gehen kannst, wie auch immer sie kommt. Und was jetzt zu den Muslimen ist, das sozusagen erstens mal kein Mensch das Recht, sich einzumischen in die Religion eines anderen Menschen. Das werde auch ich nicht tun. Und ich sozusagen werde das auch nicht in dem Sinne kommentieren. Ich weiß, dass wenn ein Mensch ehrlich ist und sich und wirklich etwas wissen will, weiß ich auch bei den Christen oder sonst irgendwas, denen zeigen sich plötzlich einzelne Verse aus der Bibel, alles andere lesen sie gar nicht. Die sehen da nur dieses und jenes und so weiter. Sie werden auch so geführt. Oder beziehungsweise sie kommen auch so in Kontakt mit sich. Insofern finde ich es immer vermessen, sich da einzumischen oder dann auch für so eine bestimmte Art und Weise rumzudiskutieren. Selbst wenn ich persönlich aus bestimmten Gründen keine Christin bin, zum Beispiel, ja, das hat also auch, wenn ich sozusagen auch vielleicht ein anderes Christentum mir vorstellen kann, ja, was nicht kontaminiert ist durch bestimmte Machtförmigkeiten. Trotzdem würde ich mich da nicht einmischen und das beurteilen. Der Kern ist jedoch, dass du dich nach innen hin orientierst. Das ist deine Praxis, ist du mit dir selber oder auch du in Kontakt gehst mit anderen Menschen auf so einer reinen Ebene. Ja? Diese Ebene. Oder auch mit der Natur auf einer reinen Ebene in Kontakt. Was heißt für dich rein? Also, rein heißt ohne zu verletzen. Und ohne zu entweihen oder zu entwürdigen. Wir haben ganz leicht haben wir so eine Form von würdelosen Kontakt mit anderen Menschen. Wir lassen uns da so drauf so ein, auf so eine Ebene zum Beispiel. Ich meine, es ist eine mentale Sache. Wir können ja exakt beurteilen, sage ich jetzt mal, über ein bestimmtes Muster, was wir bei jemandem wahrnehmen. Ja? Jetzt kann ich aber meinen ganzen Verstand so einstellen, dass er nur dieses Muster sieht bei dem anderen. Und den Rest blende ich aus. Oder ich kann tatsächlich den anderen sehen, und dieses Muster bei ihm. Dann bin ich mehr im Respekt. Und dann gibt es auch nicht so viele Konflikte. Entschuldigung. Ja, genau. Aber trotzdem kann sein, dass sein Muster der Gestalt ist, dass ich mich erstmal zurückziehen muss. Sage, okay, da brauche ich jetzt mal ein bisschen Abstand. Das darf auch so sein. Ich muss ja nicht alles gut finden, was Leute machen. Aber ich kann es auch benennen. Muster ist ein Muster, ja. Aber ich identifiziere den anderen nicht, reduziere den anderen nicht darauf, was etwas ist, was leicht passiert, ja? dieses Reduzieren. Und dahinter sind Gefühle von Misstrauen, von die oft noch einen ganz anderen Ursprung haben. Wo kommt das her? Ne? Sozusagen, das sind ja oft ganz blinde Sachen, die erstmal passieren. Übrigens mal nichts gegen das Blinde, das oft, was so spontan so rauskommt, wo wir nicht viel wollen, sage ich jetzt mal, ohne Großartige, wir wollen nichts erzwingen und so weiter, da ist oft viel Weisheit drin, das kann man mal aufschreiben, erste Eindrücke, wie sie einfach so kommen, weil sie spontan kommen aus einem neutralen Raum, ohne was zu wollen, ja. Und dann in dem Moment, wo ein starker Druck auf der Sache ist, kann ich nochmal näher reinspüren, was ist da eigentlich los für mich, ja. Also das ist ja jetzt schon mal ein gutes Rezept, weil viele Leute momentan, glaube ich, schon sehr kämpfen immer wieder. Wie komme ich mit dieser Welt zurecht? Oder wo geht es eigentlich hin? Wo kann ich denn überhaupt sozusagen noch das Heil sehen? Es soll ja nicht irgendwie das Heil in der Flucht suchen sein, sondern wir wollen ja hier und jetzt ein schönes Leben haben oder was Produktives, etwas hier hinterlassen, was uns ureigens ausmacht. Das ist das eine, also nach innen gehen, dann das Fühlen, zusammenbinden mit dem klaren Gedanken. Genau, auch argumentieren finde ich auch wichtig. Also vielen würde ich empfehlen, dass sie so ein bisschen sich tatsächlich auch mal mit Logik auseinandersetzen. Kann niemandem schaden. Die ja, Logik ist schwer. Solche Sachen, ja, doch, das ist quasi, weil sonst bin ich quasi, ich kann auch nur in Bildern unterwegs sein, ja. Und es braucht aber beide Instanzen, ne? Das ist die Ratio, das ins Verhältnis setzen, das ist ein Maß nehmen, die Fähigkeit, ein Maß zu nehmen, ja.
Das ist einfach wichtig. Ich bin große Freundin der Ratio. Es braucht sie in umfassenden Sinne auch, damit klare Begriffsbestimmungen und dergleichen sind einfach wichtig. Was meine ich eigentlich? Wovon rede ich eigentlich? Zum Beispiel, damit fängt ganz oft das an. Bevor wir jetzt überhaupt über was reden, was meinen wir, wenn wir das und das sagen? Das ist ganz wichtig, sonst redet man aneinander vorbei. Beide haben irgendwelche Bilder. Und zum Beispiel, das ist ein ganz elementarer Punkt, erstmal sich die im Moment nehmen, eine Ruhe zu erzeugen und zu sagen, was ist dieses Wort, von dem wir hier gerade sprechen? Und dann das Berührtsein. Das habe ich erfahren, als ich mit dir mal intensiv gesprochen habe. Da war ich sehr berührt, weil da alles so zusammen war bei dir. Also dieses ganz schnelle Denken und Sprechen, dann diese energetische Bewegung, eben wahrscheinlich auch durch deine Yoga-Praxis. Und das hat mich dann berührt. Wie ist das denn für dich? Also was? Mich berühren die anderen unglaublich. Also ich empfinde das jetzt nicht einfach nur als Resultat, weil so einige besondere Menschen haben jetzt in die Yoga-Praxis und so weiter. Also jeder Mensch, also da jetzt können wir mal logarithmisieren an der Stelle, einfach ja, auf den Teppich kommen, sondern jeder einzelne Mensch ist in sich wunderbar, wenn man sich an ihn hinfühlt sozusagen. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen gar nicht viel, die machen gar nicht viel, aber die haben so eine Herzlichkeit, mit der sie einem entgegenkommen, die beschenken unglaublich reich, ohne dass sie das selber gerade großartig merken. Und das sozusagen das Anmutige und das Schöne und das Echte und das Reine da drin ist, dass sie es einfach tun, ohne irgendwas damit erreichen zu wollen, irgendwas Manipulatives, was noch so drankommt. Das ist das sozusagen, was das Reine ist. Es ist ein direkter Ausdruck in dem Moment. Und insofern finde ich Menschen insgesamt sehr, also viele Menschen finde ich schön. Und wenn ich finde es ganz traurig, wenn mir jemand sieht, der ist so verknotet, mein Gott, da ist ja alles zu. Finde ich ganz tragisch, das ist, ja, also wenn das so ist, aber man möchte immer, dass es offen ist, dass ich sozusagen, dass ich das Gefühl so entfalten kann, dass ein schöner Raum entsteht und der Mensch so sein kann, wie er will. Und ich empfinde in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach eine ganz große Akzeptanz von Menschen. Habe ich einfach so, ist mein Empfinden. Ich habe praktisch keine Urteile über die Menschen in meiner Umgebung, aber über manche Dinge, wie zum Beispiel Organspende oder sowas, da habe ich ein Urteil, aber über die Menschen in meiner Umgebung eigentlich gar nicht. Also um das mal so rauszunehmen, dass wir jetzt nicht immer so die Einzelnen so hervorheben, weil ich glaube, dass das sozusagen die Kostbarkeit, die ein Mensch eigentlich ist, sonst ein bisschen abwertet oder dann kommen wir schon wieder in so eine, das ist schon wieder so eine Art Leistungsgedanke, dass einige leisten da ganz viel, andere leisten ja gar nichts und so. Nee, sondern alle da, wo sie sind, sind wertvoll und können etwas beitragen, sag ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, gerade wenn man in so einem krisenhaften Moment ist in dieser Welt, in dieser Zeit, dass alles irgendwo wertvoll ist. Auch das, was einem missfällt, was ästhetisch nicht so ganz einfach ist. Du hast es gerade als verknotet bezeichnet. Es tut dir leid für den Menschen, ne, wenn der so ist. Du sagst, Orca, das ist jetzt ein Mensch, das ist komplett. Meine sind auch vollkommen. Also, ich finde es immer, wo ich eher ungnädig werde, ist so verkopfte Menschen, die sich für was Besseres halten und dann meinen, sie können Leuten ganz viel erzählen. Und du hast gar nichts begriffen. An der Stelle wäre ich dann sozusagen, da wäre ich dann sozusagen anders. Ne? Aber die einfachen Herzensmenschen sind mir total lieb. Also nur ein Beispiel, das zu geben, nicht? Und ich finde, das ist, weil der Verstand, das gibt Menschen, die sich in so Welten einigeln, da fühlen die sich so geil, sag ich jetzt mal. Die fühlen sich so geil darin. Und sie sind so abgeschnitten, auch von ihren Mitmenschen so wahnsinnig abgeschnitten dadurch, haben eigentlich gar nicht diesen Grund, sich so geil zu fühlen an der Stelle. Einfach mal erstmal in den Leib ankommen, erstmal ankommen, wo sie sind. Chillen auf ihrer Basis, wie die Jugendsprache sagt. Ja? Und deswegen, ja, deswegen möchte ich kurz nochmal auf diesen Film hinweisen, in dem du nämlich auch vorkommst, der auch in Cosmic Cine TV übrigens zu sehen ist, kann ich sehr empfehlen, Tiefgang, eine Gesellschaft muss auf die Couch. Und wir könnten jetzt ewig weitersprechen, es ist auch so wunderbar klangvoll, dir zuzuhören. Aber ich würde das gerne hiermit beschließen, mit einem Zitat von Novalis tatsächlich. Die Zuschauer können sich ja gerne auch noch vertiefen, eben in diesen beiden Filmen, in denen du vorkommst. Das ist eigentlich eines der bekanntesten Novalis-Zitate, in einem schönen alten Gedichtbuch, das ich in meinem Bücherregal gefunden habe. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren und Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter
Klarheit wieder gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Novalis. Liebe Gwendolin, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist ins Studio, zu Cosmic Cine TV. Ich hoffe, du wirst noch viel von deiner schönen Sprache und deinen schönen Gedanken und Empfindungen in diese Welt geben. Es hat mir große Freude bereitet, mit dir hier zu sein. Dankeschön. Vielen Dank dir auch. Gerne.